Wunderschönen guten Tag zurück oder gute Nacht, guten Morgen, guten Abend, keine Ahnung. Ich habe mir ein bisschen Jellurium in meine Tasche gepackt, denn ich möchte gerne meinen Big Reactor wieder auffüllen. Haben wir ja letztens gesehen, der leer war, der war ja leer, so. Und mein Jetpack habe ich aus dieser Badbox, Chargepad etc. irgendwas rausgeholt. So, und nun füllen wir das gerade mal auf. So, und jetzt habe ich mir überlegt. Also ich habe die Kommentare gelesen. Nein, das war nicht dieser Kurzbogen, mit dem man die Enderman töten. Enderman kann man sowieso nicht mit dem Bogen töten, so, weil die sich immer wegteleportieren. Ja, das hatte ich auch gemerkt. Aber das, also der Bogen, der andere One-hittet, das ist der Langbogen. So, Cyanid nehmen wir da schon mal raus. Perfekt. Warte mal, wie viel Energie hat denn der gespeichert? Wackelt auch nicht so. 10 Millionen, glaube ich, sind das, ne? Ja. Ja, also es ist ein Langbogen, der die anderen Monster One-hittet. Jetzt habe ich mal geguckt, ich kann irgendwie keinen langen Bogen bauen bei Tinkers. Keine Ahnung, von daher lasse ich das. Ich probiere die einfach jetzt hier mit meiner Battle Axe kaputt zu machen, weil das hat ja auch ja, 4,5 Attacks. Die Endermen haben 10 Leben. Ja, das heißt, ich müsste da auch dreimal draufhauen. Da habe ich mir jetzt gedacht, puh, wenn du dreimal auf so einen Enderman hauen musst, ist natürlich auch. Ja, dauert ein bisschen, bis die dann kaputt sind. Also brauche ich eine ordentliche Rüstung, weil sonst haben die mich gehauen und ich bin tot. Und da haben wir alle nichts von. Also werde ich mir eine Rüstung bauen. Und habe ich mir überlegt, welche Rüstung willst du dir denn bauen? Habe mal ein bisschen geguckt. So, wenn du jetzt so hier Suit eingibst, dann gibt es da natürlich viele schöne. Die habe ich noch nie gebaut. Die Power Armor. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Bestimmt total spitze und das Beste, wo gibt, aber. Ich werde mich auf das erstmal beschränken, was ich kenne. Das ist also diese sind die Nano-Suits beziehungsweise die Quantum-Suits. Um die Quantum-Suits zu machen, wissen wir natürlich, brauchen wir erstmal Nano-Suits und natürlich noch eine ganze Menge anderes Zeug. Ja, also um das zu bauen, brauchen wir das. Ein Nano-Suit, Body Armor und die Sachen, die werden wir uns jetzt mal bauen. So, dann haben wir dann direkt das nächste Problem. Wo laden wir die auf? Weil die speichern hier 1 Million EU, alle, also insgesamt 4 Millionen EU, die schon das Zehnfache, also 40 Millionen EU. Also brauchen wir irgendwas, um 40 Millionen EU zu produzieren oder zu speichern. Und da dachte ich mir, baust du dir doch einfach ein, was haben wir da genommen? Ein Charge-Pad, so heißt das, ne? Genau. Und dann haben wir geguckt, ah, cool. Ne, nehmen wir mal die, damit wir das sehen. Die speichern 40.000 EU, reicht nicht. Die speichern 300.000 EU, reicht nicht. Die speichern 4 Millionen EU, das würde reichen, für die kleine Version. Und diese hier, die speichern 40 Millionen EU. Das würde reichen für die große Version. Also habe ich mir gedacht, na cool, dann baust du dir doch irgendwie mal so ein MFSU-Charge-Pad. Und da kannst du dann deine komplette Rüstung immer ganz gechillt drin laden. Na, also habe ich gedacht, das bauen wir. Haben wir uns aufgeschrieben oder schreiben wir uns auf. Bauen wir Chargepad. Chargepad. MFSU. So, aufgeschrieben. Bauen wir. Jetzt das nächste Problem. Wie laden wir das auf? Habe ich gedacht, ha, die coolste Variante wäre natürlich. Baust du dir so ein schönes High Voltage Solar Array, ne? Das kann schön die ganze Zeit durchballern mit, ich weiß es gar nicht, wie viel EU pro Tick das macht. Auf jeden Fall so über Tag und so, ne? Müssen wir nichts nachfüllen. Ist eine ganz coole Sache. Können wir machen. So, dann habe ich mal gedacht, so rechnest du mal aus, wie viel du dafür brauchst für so ein High Voltage Solar Array. Ja, und da bin ich. Ich baue in der Zwischenzeit mal hier so ein bisschen. Weil ich habe noch was anderes vor. Oh, das war jetzt auch nicht so richtig. Ist doch kacke, haben wir keine normale Schaufel hier, ne? Nur diesen blöden Excavator. Versuchen wir nämlich hier unten graben. Ich
Geht auch nicht. Ach, wie doof. Ja, ist egal. Füllen wir dann halt wieder auf. Ja, also dann habe ich mir mal ausgerechnet, was wir denn dafür bräuchten, um so dieses große Solarpanel zu machen. Und habe gedacht, so ja, du hast ja jetzt schon viel Material gesammelt. Kriegst du ja sicherlich irgendwie ganz gut gebaut. Nein, nicht ganz. Denn ich habe mal geschaut, wir brauchen für dieses große Solarpanel brauchen wir 8 mittlere Solarpaneele. Und für die 8 mittleren Solarpaneele brauchen wir 64 Low-Voltage-Solarpaneele. Für die 64 Low-Voltage-Solarpaneele brauchen wir 512 normale Solarpaneele. Ja, so weit, so gut. Für diese 512 Solarpaneele, und jetzt fängt der Spaß halt an, ne, bräuchten wir 512 Generatoren. Und wir wissen ja alle, für die Generatoren brauchen wir Eisenöfen, also auch 512 dann. Aber um einen Eisenofen zu machen, brauchen wir 5 Eisen, also 512 mal 5, also irgendwie um die 2500 Eisen brauchen wir dafür. Dann brauchen wir noch die Öfen selber, aber gut, das ist Stein und das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber dann haben wir die Generatoren. Die Generatoren alleine, die bringen mir natürlich nichts. Wir brauchen auch 1024 Schaltkreise und für die 1024 Schaltkreise wiederum brauchen wir wieder 2048 Redstone unter anderem und 1024 Eisenplatten und 6144 isolierte Kupferkabel. So, da dachte ich irgendwann, boah, das ist jetzt natürlich keine so geile Idee gewesen. Vielleicht später irgendwann. Aber natürlich geht es dann auch noch weiter. Wir brauchen ja auch noch Glas, also auch 1536. Und wir brauchen noch 1536 Kohle. So, und das führt mich dann auch gleich dazu, warum ich hier ein bisschen Platz mache. Da kommen wir nämlich gleich zu. Ja, und dann hätten wir dann diese Solarpaneele gemacht. Aber dann bräuchten wir ja natürlich auch noch... Dann bräuchten wir natürlich auch noch die HV-Solar-Arrays, also HV-Solar-Transformatoren, wie die auch immer heißen. Und dafür bräuchten wir auch wieder eine ganze Menge Material. Und dann habe ich gedacht, nee, scheiß drauf, das baust du nicht. Da kommst du ja niemals irgendwie, das hast du ja nie gebaut. Also das ist ja unfassbar. Erdnüsse haben wir auch schon. Ja, könnt ihr überhaupt noch was sehen? Da ist ein bisschen Licht hier. Also dachte ich, nein, damit kommst du nicht weiter. Das ist eine nette Spielerei, aber noch nicht für mich. Weil wo soll ich jetzt die tausenden Redstone und tausenden Eisen und weiß ich nicht, 7000 Kupfer oder was herkriegen? Ist ja total unrealistisch. Also habe ich mir gedacht, muss eine andere Lösung her und dachte an einen Reaktor. Jetzt habe ich mir gedacht, könntest du natürlich so einen schönen Atomreaktor bauen. Ja, aber wollte ich dann nicht. Da dachte ich mir, baust du dir einen weiteren Big Reactor. Das führt mich dann dazu, weil ich dann auch gerade das Helorium da rausgenommen habe, was ich in den anderen getan habe. Denn ich wollte nur mal gucken, wie viel ich noch davon habe. Also bauen wir uns einen Reaktor. So, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Lange Laberei. Ich möchte mir eine Armor bauen, also eine bessere Rüstung. Für diese Rüstung brauche ich natürlich Strom, um das zu produzieren, also um das aufzuladen. Und um das aufzuladen, brauche ich eine Energiequelle. Und diese Energiequelle, die bauen wir hier hin. Also, ne? So ist im Prinzip das, was ich mir gedacht habe. So, jetzt einmal Luft holen. Und deswegen bauen wir uns hier so ein kleines Häuschen mit einem Big Reactor, weil den können wir dann nämlich auch hier mit verbinden, wo ja dann meine ganzen Maschinen und so drinstehen. Und dann sind wir alle happy. Gut, und deswegen machen wir uns hier jetzt ein bisschen Platz,
und bauen hier einen Big Reactor hin. Und der andere Big Reactor da hinten, der kann ja da bleiben, wo er ist. Der versorgt Pam's Harvest Craft mit Energie. Gut. Jo, jetzt haben wir hier doch eigentlich ein bisschen Platz geschaffen. Dann können wir hier mal das Ding noch tot machen. Tja, was lassen wir denn hier? Guck mal, da sind noch Pfeile. Ach, ein Bogen. Und was ist das? Achso, das habe ich gerade weggeschmissen. Gut. So, das können wir auch nochmal alles mitnehmen. Ja, ich glaube, vom Platz sollte das eigentlich genügen. Jetzt nehmen wir hier den Baum auch nochmal weg. Und dann bauen wir uns hier noch einen weiteren Big Reactor hin. So, du kommst auch mal weg. Ja, also damit beschäftige ich mich, wenn ich so Langeweile habe. Ne? Ich gucke einfach mal, was ich so als nächstes bauen kann und merke dann, ach du Scheiße, das ist eine total dämliche Idee gewesen. Ja, was ich aber auch noch bauen wollte, jetzt komme ich schon wieder dahin, ich wollte nicht mal alles durcheinander bauen. Mein Haus wollte ich ja irgendwann mal fertig bauen, verdammt. Da steht da immer noch so eine blöde Hütte rum. Da kann kein Mensch was mit anfangen. Na gut. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also der Big Reactor, der sollte ja jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Du bist ein Arsch! Kacke. Hab ich nicht drauf geachtet. So ein Scheiß. Ja, der Big Reactor sollte ja nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber eventuell die Herstellung meiner Suits, meiner Rüstung. Oh, da wartet ein Creeper auf mich. Oben auf dem Haus. Ich könnte mich natürlich auch zu meinem... Boah, könnt ihr mal aufhören, bitte? Ich bin doch eh schon halb im Arsch hier. So ein Mist, ey. Da holen wir uns mal kurz was zu essen ab. So, komm, ist gut. Und das passiert auch, wenn man so blöd rumlabert und einfach nicht mal aufpasst. Junge, Junge. So, komm mal her hier. Gib mir mal bitte meine Sachen wieder. Vielen Dank. Guck mal, wenn wir jetzt hier gerade die Erde so schön in der Hand haben, ne, können wir die ja auch mal hier wieder einsetzen, um die Löcher zuzumachen, die ich so böswillig hier reingehauen habe in die Erde. So. Löcher erstmal zu. Der Rest wird hier drin sein im Diggers Backpack. Ja gut. Wollen wir mal schauen, ob wir uns hier nicht mal diesen Waypoint das remove. So, und dann teleportieren wir uns nach Hause. Und das geht nicht. Ja, das sieht ja ganz schick aus.
Schauen wir mal, ob wir da irgendwie. Ach, jetzt haben wir hier einen Chunk-Fehler drin wahrscheinlich, deswegen kommen wir da nicht an. Ah, das kann ja natürlich sein. Da müssen wir mal schauen, ob wir. Wo teleportieren wir uns denn mal hin? Machen wir doch hier drüben. Was ist das denn? 580, 940. Safe. Teleport. Kommen wir auch nicht hin. Ja, dann werden wir mal kurz den Bildschirm verlassen. Und dann kurz wieder ins Spiel wechseln. Dann warten wir ganz kurz und dann hoffen wir, dass wir dann wieder zu Hause sind. Ich muss mir echt mal aufschreiben, wie man die Chunks wieder neu lädt. Er hat mir das zwar irgendwie schon ein paar Mal geschrieben, aber vergesse ich das trotzdem immer wieder. So, Loading World, Building Terrain. Warum brauchst du so lange? Wir warten noch. So. Ja. Vielen Dank. Da sind wir. Ja, hier wollten wir zurück. Ja. So, jetzt. Muss nur ganz kurz was nachlesen. Okay. So, mal kurz was gucken. Okay. So soll man eventuell die Chunks neu laden, habe ich gerade mal nachgelesen. F3 und A. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Aber damit das nicht so passiert wie eben. Gut. Weißt du was? Wo wir doch gerade schon mal hier sind, können wir uns ja auch mal den ein oder anderen Stein hier reinhauen. Ta-ta-ta-ta. Mal schauen, ob wir hier irgendwie wieder. Das ist ja doof, dass ich die nicht so direkt mitnehmen kann. Ha, egal. Dann lassen wir das halt. Machen wir das so, schmeißen wir die hier hin. Gut, wie sieht denn das aus? Essenz Essenz haben wir hier noch drin. Essenz haben wir da jetzt noch drin. Ja. Das wird nicht reichen. Ah, doch, ist fertig geworden. Okay. Ah, nochmal Glück gehabt. Zack. 5 Stück. Und den Rest holen wir irgendwann später. Ja, wir brauchen ja ohne Ende, hatte ich ja schon mal gesagt davon, ne? Ah! Jetzt
habe ich mich selber getötet. Ich bin ja dämlich. Oh mein Gott, wie doof. Junge, Junge. So, das können wir mal removen. Das removen wir auch. Da haben wir noch unser Heimatpunkt. So, das wollte ich eigentlich tun. Ja, ist überhaupt nicht lustig eigentlich. Ist das mehr traurig. So, mal kurz gucken, dass wir hier ein bisschen Ordnung machen. Was haben wir denn hier? Bronx, die Lumber Axe, Bronze Hammer. So, komm, ist egal. So, das Cotton könnten wir. Ne, können wir nicht mitnehmen. Haben wir nämlich keinen Platz mehr für. Junge, Junge. So. Ah, Husten. Gut, komm, packen wir mal hier den ganzen Kram erstmal wieder zurück, den wir jetzt so nicht benötigen. Genau. Die Erde kommt weg und der Miners Backpack, da haben wir noch. So. Und auch zurück. Ja, dann haben wir das ja im Prinzip. Jetzt lasst uns doch mal eben gucken. Ich wollte hier Wood eingeben. Welches Holz wir uns mitnehmen. So, wir nehmen das Pinewood mit. Dieses Pinewood nehmen wir auch mit. Und mit dem Pinewood bauen wir uns den Fußboden. Dann könnten wir ja jetzt mal. Jetzt will ich mal irgendwas gucken. Warte mal. Siehst du, ich habe jetzt irgendwie total den Frames-Einbruch, wie man oben links sehen kann. Tja. Woran das liegt? I don't know. Mal gucken, was haben wir denn da? Ja, my memory sollte eigentlich, da ist ja nix, da ist weit alles auch klar, alles fein. Ja. Hat einer eine Idee? Dann schreibt's mir. So gut, dann nehmen wir jetzt nur noch mal ein bisschen mehr Holz mit. Und dann können wir mit dem Big Reactor anfangen. So, dann holzen wir hier noch schön alles ab. Ja, und dann steht die Enderman-Jagd eigentlich immer noch ganz oben auf meinem Programm. Unter anderem. Also ich habe ganz viel, was ganz oben auf meinem Programm steht, ne? Aber na gut. So, komm, mein Blood Orb kommt mal weg. Und es wird schon wieder Nacht. Wir legen uns eine Runde hin. Ja.
Ja gut, ich dachte eigentlich, wir könnten jetzt in dieser Folge noch anfangen mit dem Bauen. Wohl nicht, dann ist das jetzt nur eine sinnlose Sterbefolge geworden und eine sinnlose, ich weiß es nicht. So, komm mal her. Ein bisschen Holz haben wir jedenfalls noch bekommen. Ja, in der nächsten Folge, my friends, we will build a house for big reactors. So, ja, also dann, ich glaube, ich sammle jetzt noch ein bisschen Holz und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wieder mit schönem Bild. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.